Hallöchen, meine lieben Liebenden. Ja, ich habe mir gedacht, ich lasse heute mal fünfe gerade sein und mache mal wieder eine lange Legung für euch. Und ich würde sagen, wir schauen auf die Liebe, oder? Ich denke, das ist ein guter Plan. Ich werde mein Enchanted Fairy Tale Lenormand verwenden. Ich werde mal gucken. Ich habe überlegt, 40 Karten auszulegen. Wir legen nicht auf die Lenny-Häuser, wir legen aber 10x4 aus. Und gucken mal, wer sich da so drin rumtummelt, was so gerade Stand der Dinge ist und wie es weitergeht. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Ich hoffe, es geht euch gut an diesem Freitag oder wann auch immer du diese Legung findest. Der Link zu meinem Online-Shop ist natürlich in der Infobox. Und wie immer gilt, öffentliche Legungen sind keine privaten Legungen. Das heißt, sie können durchaus mit dir resonieren. Sie müssen es aber nicht. Ja, immer daran denken, ihr habt ein eigenes Köpfchen. Und wenn sich hier gleich etwas zeigt, was dir nicht gefällt, dann hinterfrage dich, warum es dir nicht gefällt. Und wenn du hier gleich siehst, dass du gar nicht dabei bist, dann ist das okay, das Video auszumachen und weiter zu scrollen. Okay? So, bei uns scheint die Sonne. Das ist gar fein. Heute Morgen gab es noch schütternden Regen. So, ich würde sagen, das fühlt sich gut an, oder? Ich würde sagen, das fühlt sich gut an. Dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Da haben wir schon mal den Ring in der Ecke. Und jetzt sehe ich hier natürlich wieder nichts mehr auf meinem Display. Natürlich. Oh, da schaut der Fuchs rauf. Ich hoffe, es ist alles im Bild. Ja, sehr schön. Ich sehe gerade so schon mal so ein bisschen Problematiken in einer Verbindung. Guck mal einer an. Das Pärchen liegt hier Rücken an Rücken. Allerdings schaust du hier raus. Ah, vielleicht schaust du zu früh raus. Man weiß es nicht genau. Oh, helfende Hände hier auch zusammen. Oder das seid ihr beide nochmal. Wie sieht es denn gerade aus? Ja. Okay, legen wir die restlichen Karten erstmal beiseite. Also, was mir direkt hier auffällt, ist gerade auch in der Konstellation, ne? Eigentlich seid ihr hier wunderbar am Verbindung aufbauen gewesen in der Vergangenheit und hattet auch schon die Thematik der Verbindung in eurer Energie liegen. Und dann ist irgendetwas dazwischen gekommen, was letztendlich hier für Blockaden gesorgt hat und für Herausforderungen, die gefühlt überhaupt nicht gelöst werden konnten. Ja, du als Zuschauer bist die Dame, denn gegenüber der Herr, auch wenn es eine Dame ist, ist völlig irrelevant, schaust hier auch schon raus aus dem Kartendeck. Ne? Du hast die Lupe unter dir, du suchst nach neuen Wegen oder du suchst nach etwas Bestimmtem. Das kann natürlich auch sein. Allerdings ist dein Gegenüber hier mit der Karte des Sarges unten drunter auch schon dabei gefühlt, irgendetwas loszulassen. Und wie gesagt, ihr schaut euch nicht an. Er schaut hier in die Wolken, ja. Ihn kreuzt hier die Wunscherfüllung und auch die Gefühle, die fließen. Ich würde gerne noch eine Karte bei dir ranlegen. Der kleine Kummer. Der kleine Kummer. Der kleine Kummer. Das Ding ist,
Eure Verbindung ist gefühlt durchzogen von Entscheidungen. Du hast den Kummer im Herzen mit der Wunscherfüllung oben drüber und du suchst nach etwas Gezieltem, wo du auch noch eine Verbindung eingehen möchtest. Das Gegenüber hat mentale Blockaden hier, ist aber bereits im Umbruch. Und dahinter ist ja auch schon die Leichtigkeit, das Frühlingserwachen. Ja, die Zeit ist reif, auf jeden Fall hier Entscheidungen zu treffen, ne? Um mit klaren Energien nach vorne zu gehen. Grundsätzlich kann ich sagen, okay, wir haben hier auf jeden Fall Verzögerung drin. Aber was ich hier eindeutig wahrnehme, ist, dass eure Reise, eure gemeinsame Reise hier noch nicht vorbei ist. Auch wenn die Herzvision jetzt hier überhaupt nicht rausgefallen ist, wir legen mal die Überschrift. Ich hätte gerne noch 4 Karten für die Überschrift. 4 Karten. Der Irrgarten. Ich glaube, ihr nehmt euch beide hier nicht viel, bin ich ganz ehrlich. Guck mal, wenn ich mir deine umliegenden Karten anschaue, bist du hier gefühlt im Fluchtmodus. Ja, du bist scheu auf der einen Seite, aber auch sehr neugierig auf der anderen Seite. Bei ihm haben wir die Herzvision, aber er läuft hier auch noch so ein bisschen im Irrgarten herum. Nichtsdestotrotz, ne, nichts ist, wie es scheint. Also hier ist so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen angezeigt. Aber sehr faszinierend finde ich, dass ihr sowohl hier in der Personenkarten als auch hier in den Personenkarten vertreten seid. Und auch nochmal hier durchaus vertreten sein könnt mit der Hexe und dem Magier. Das neue Kapitel bewegt sich sehr langsam. Herausforderungen, Blockaden. Aber dennoch erwarten euch hier schöne Momente. Ne, gerade auch was das Thema Wunscherfüllung angeht, Verbindung aufbauen, eine Partnerschaft. Ne, das ist nicht einfach nur, man lernt sich kennen und dann ne, besiegelt man das Ganze. Ihr seid euch schon sehr ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Letztendlich haben wir hier mit der Entscheidung natürlich auch den reinen, puren Neuanfang schon liegen. Noch das Feuer zwischen euch, ja, die Wunscherfüllung, das Loslassen, altes Loslassen, um Neues annehmen zu können. Für ihn ist es aber auf jeden Fall hier eine unglaubliche Herausforderung, die richtige Entscheidung zu treffen. Er sucht auch nach Wegen, diesen Berg zu bezwingen, damit es hier in den emotionalen Fluss gehen kann. Und auch für dich ist das hier gefühlt so ein bisschen Risikoenergie. Vielleicht bist du deswegen auch raus. Ne? Wir haben hier die Konflikte liegen. Es möchte etwas rausgefegt werden. Geheilt werden auch. Und wir haben ja letztendlich die Möglichkeit, auch hier mit emotionaler Tiefe, neuer mentaler Klarheit auch, ja, dass ihr ins Wachsen kommt, ne? Wir haben hier die Hexe drin liegen und wir haben auch den Magier drin liegen. Grundsätzlich habe ich diese beiden Karten noch mit reingenommen als Unterstützer, ja? Die Hexe steht für jemanden, der sehr weise ist, der kluge Ratschläge gibt
Und der Magier ebenfalls für jemanden, der unglaublich gute Impulse liefern kann, ist ein bisschen an das Tarot angelehnt, wo es auch wirklich um Entscheidungen geht, gerade auch mit der Acht, ja, dem Karma, neue Entscheidungen zu treffen, um seinem Schicksal hier gerecht zu werden, ne? Jetzt haben wir natürlich hier oben die Störche schon, die positive Veränderung liegen. Wir haben auch den Vertrag, so könnte man es sagen, ne? Schicksal, Karma, Belastungen hier liegen. Aber wie gesagt, wir haben auch wirklich den Irrweg hier. Ihr denkt, ihr kennt alle Fragen, alle Antworten auf alle Fragen und werdet eines Besseren belehrt. Das ist so, ihr kennt euch gar nicht richtig und zieht euch beide gefühlt schon voll ins Drama. Zieht euch beide komplett ins Drama. Was fällt denn hier auf die Mäuse? Mr. Plüsch, der Mond, eure Ängste, eure Sehnsüchte. Was ist das hier? Da ist der Neuanfang drin. Ja, diese Risikobereitschaft, ne? Mr. Plüsch, was möchtest du uns sagen, Schatzi Spatzi? Was liegt denn zwischen euch? Der Schlüssel. Das gesetzte Ziel. Ihr habt beide ein Ziel. Schatzi, nee, nicht darauf legen jetzt. Mama will auslegen. Oh, Mr. Plüsch bringt das Kartenbild durcheinander. Ihr habt beide das gleiche Ziel. Ihr habt die Verbindung zueinander. Jeder von euch beiden hat den Schlüssel zum eigenen Herzen, aber damit auch den Schlüssel zum Herzen des anderen. Und ihr traut euch beide nicht, hier eure Seelenreise gemeinsam, ja, zu tätigen, weil ihr Angst habt, euch selber zu verlieren. Das Ding ist, ich nehme hier bei euch beiden gefühlt die Suche, es könnte ja noch was Besseres kommen, wahr? Den Anfang finden. Ihr habt hier schon ein bisschen was miteinander verbracht. Diese Liebe ist beschützt. Treue und Loyalität ist die Heilung zwischen euch. Das gilt für euch beide, weil lustigerweise sehe ich euch beide auch hier. Das heißt jetzt nicht, dass du die Schlange bist, ganz im Gegenteil. Aber es geht wirklich um Treue und Loyalität. Ihr seid beide so unsicher, ne? Aufgrund eurer Vergangenheit auch, dass ihr dieser Beziehung nicht traut. Und obwohl ihr dieser Beziehung nicht traut, steht ihr hier Rücken an Rücken. Die Unruhe ist eure Unehrlichkeit in der Beziehung, dass ihr nicht über eure Ängste spricht. Gesundheit. Ihr sprecht nicht über eure Ängste, über eure Gefühle. Dabei möchte diese Beziehung etwas auflösen, etwas Altes auflösen. Diese Suche nach ewiger Heilung und dieses ständige Loslassen. Denn gegenüber ist es gewohnt, immer wieder loszulassen, loszulassen, loszulassen. Traut sich schon gar nicht mehr, irgendwie in die Tiefe zu gehen, weil da ist Hoffnungslosigkeit. So, und du lernst jemanden kennen und suchst währenddessen auch schon wieder nach was Neuem. Ja, ihr habt beide ein Bindungsproblem. Eindeutig ein Bindungsproblem. Ihr habt beide ein Bindungsproblem. Das Herzmauern. Ja, immer dann, wenn es anstrengend wird, wird das Herz zugemacht. Dabei könntet ihr, wenn ihr gemeinsam an einem Strang zieht, hier ein Kapitel starten,
das euch in tiefe Fülle und Erfüllung bringt. Weil letztendlich ist es ja auch so, ne? Konflikte wollen hier rausgehen. Dieses Suchen im Außen darf mehr auf das Suchen im Innen beschränkt werden. Damit sich hier auch langsam und langfristig eine Partnerschaft entwickeln kann. Die Verletzungen der Vergangenheit stören eure Harmonie und liegen noch schwer auf eurer Basis, jeder für sich. Ihr habt das Gefühl, dass ihr euch immer wieder verliert, weil ihr in euch nicht stabil seid. Keine Risikobereitschaft hier, um vorwärts zu kommen. Schnelle Entscheidungen, die getroffen werden, aber letztendlich nicht ehrlich gemeint sind, ne? Neuausrichtung. Ja, ihr habt beide auf jeden Fall Bindungsangst. Bindungsangst. Er geht schon ohne Hoffnung hier vorwärts. Und selbst du bist ohne Hoffnung. Und dabei seid ihr eigentlich die Schlüssel füreinander, um die emotionale Fülle ins Wachstum zu bringen, in jedem von euch. Und ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass das Frühjahr hier für euch eine Bewandtnis haben wird, um einfach neue Harmonie zu schaffen und euch auch da durchzuarbeiten. Allerdings nur, wenn ihr wirklich beide an einem Strang zieht, ne? Hier ist die ewige Wiederkehr drin mit dem Spinnrad. Ihr seid an einem Scheidepunkt angekommen. Und jetzt geht es darum, sich zu entscheiden. Ja, die Federführung hier, die positive Wende einzuleiten. Das Magische in eurer Verbindung auch, ja, wahrzunehmen, zu akzeptieren. Auch dieses Nicht-voneinander-loskommen. Ihr kommt nicht voneinander los, weil etwas gelöst werden möchte. Bei dir dieses Scheu und neugierig sein, ja, erst neugierig nach vorne und dann doch wieder zurückstecken, was immer wieder für Konflikte sorgt. Und bei ihm hier das Thema Entscheidungen, ja, für eine Partnerschaft. Ihr seid Lernpartner, ihr Lieben. Ihr seid eindeutig Lernpartner. Was kriegen wir denn hier noch rein? Ja, ihr traut euch nicht, gegenseitig nach einem Date zu fragen. Allerdings sehe ich das auch wieder in der Zukunft, ne? Wieder der Neuanfang, neue schöne Momente, zaghafte Kommunikation. Auch wenn es schwer ist, ja. Das Ding ist ja auch, du hast ja hier den Kummer, du kommunizierst über deinen Kummer. Du tauschst dich aus. Sagen wir es mal so, du suchst ja auch schon danach nach Lösungen. Ja. Du suchst nach Lösungen. Klar, ihr habt beide eure Themen, gar keine Frage. Aber hier ist noch nicht alle Ende Tage. Also, Rat der Karten ist auf jeden Fall, redet miteinander, ja. Vor allen Dingen auch, stellt fest, warum da so eine Hoffnungslosigkeit ist, warum ihr beide so Angst vor dieser Verbindung habt, obwohl sie euch ja doch so magisch anzieht. Letztendlich ist es ja auch so, nur mit dem Herzen könnt ihr hier wirklich in einen puren, reinen Neuanfang reingehen. Und natürlich auch, wenn ihr euch dafür entscheidet.
Ja. Aber bei euch beiden ist es wirklich so, sobald die Verbindung aufgebaut wird und es enger wird, wird hier zugemacht. Dann fühlt sich das an wie so eine Mammutaufgabe. Und am Ende sind beide unglücklich, kommen aber nicht voneinander los. Weil ihr die Schlüssel zu eurem Herzen seid. Und letztendlich ist es ja auch so, gerade auch mit dem Schicksal, ne? Karma-Belastungen. Wie gesagt, wir haben hier die positive Wende in der Überschrift liegen. Ja, wir haben es hier schon drin liegen, dass das Herz sich öffnet, dass die Herzvisionen präsent sind. Und ihr liegt ja eigentlich auch relativ ebenmäßig hier, ne? Hier, 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 gut. Überschrift, klar, da liegt er ein bisschen höher, ein bisschen mehr in deinen Gedanken vielleicht. Nichtsdestotrotz liegt ihr beide auf gleicher Ebene. Und hier könnte man ja auch sagen, der Bär beißt die Schlange und die Schlange beißt den Bären. Ja, da nehmt ihr euch beide nicht viel. Und vielleicht hat er sich am Anfang auch ein bisschen erhabener dargestellt, als er tatsächlich war. Und dann hast du festgestellt, nee, so stark ist er doch gar nicht. Hast ihn halt schon so ein bisschen getriggert in seinen Thematiken. Aber er dich halt auch genauso, weil in dem Moment, wo er weich wurde, bist du auch weich geworden. Und zack, schaust du weg. So eine gemeinsame Seelenreise, die erfordert viel Mut. Und letztendlich ist es ja auch so, wenn ihr bereit seid, euch hier zu öffnen und auch das Glück im Risiko zu erkennen, dann könnt ihr hier auch in einen Neuanfang reingehen. Und auch hier liegt ja oben der Neuanfang mit den Entscheidungen. Natürlich auch mit den Masken, aber darum geht es ja auch, die Masken abzulegen, ehrlich zueinander zu sein. Letztendlich geht es ja auch nicht darum, dass man ja das ganze Leben voreinander ausbreitet und wirklich jedes kleine Traumata bis ins kleinste Detail aufdröselt. Aber es geht zumindest darum zu erkennen, ich habe Angst vor Verbindung, ich habe Angst vor Nähe. Und damit meine ich nicht das Kuscheln, weil ich glaube nicht, dass ihr Probleme mit dem Kuscheln habt. Ja, aber jemanden auch wirklich, ja, energetisch nah an sich heranzulassen, scheint bei euch beiden das Problem zu sein. Und sorgt letztendlich für mentale Blockaden, weil die Eulen, könnte man ja auch sagen, sind in der Luft. Ja. Und das Gegenüber schaut in die Wolken. Und tendenziell kann man ja auch sagen, er schaut hier schon in den Umbruch, es verändert sich etwas zum Besseren und im Frühling kommt hier neue Harmonie rein. Und da wird auch gefühlt so ein bisschen an der Basis, an der Stabilität zwischen euch zwei beiden, gearbeitet. Allerdings haben wir natürlich auch immer die Verzögerungen, ne, gar keine Frage. Aber gerade auch mit der neuen Harmonie könnt ihr hier wirklich auch, ja, über eure Schatten gehen. Wir haben jetzt ja auch bald Vollmond, ne? Vielleicht ist der nächste Vollmond hier in der Waage. Bei der Waage geht es ja auch um Beziehungen. Gerade so ein Faktor, der euch dann, ja, der Öffentlichkeit und diesem Gemeinsamen wieder näher bringt, unabhängig davon, ob ihr dieser Verbindung schon noch traut oder nicht traut, wie auch immer. Klar muss er sich natürlich auch herzenstechnisch entscheiden, gar keine Frage. Aber er ist beschützt auf seinem Weg, sagen wir es mal so. Und diese Verbindung ist wirklich zum Lernen da, um eben auch die alten Masken abzustreifen. Und selbst die Störche, die könnten wir jetzt schon fürs Frühjahr nehmen, ja, dass sie sich im Frühjahr wieder treffen, gemeinsam brüten. Neuausrichtung. Ja, die Emotionen müssen klarer werden, ne? Nur dann ist hier Stabilität und Wachstum gegeben. Und letztendlich ist das ja hier der ewige Kreislauf, ne? Die Suche nach dem Perfekten, loslassen, damit Neues angenommen werden kann, Verbindung aufbauen, Misstrauen, aber doch irgendwo die Erfüllung, ne? Also ihr dreht euch hier so ein bisschen im Kreis.
weil ihr hier immer wieder dicht macht. Ihr schafft es gar nicht, über den Berg hinauszugehen. Ihr schafft es gar nicht, hier wirklich auch ja, offen zueinander zu sein. Ihr müsst erstmal diesen Kreislauf durchbrechen. Und dann kann es hier vorwärts gehen, mit all den Hürden und auch den Verzögerungen, den Blockaden, aber auch mit all den schönen Momenten. Klar, auch der Unruhe, ja, und auch mit den Verletzungen, die ihr in eurem Leben schon erlebt habt, aber dennoch irgendwo kraftvoll und magisch, weise. Ja, die ewige Wiederkehr. Das Spinnrad, viel harte Arbeit miteinander erledigen, gemeinsam an einem Strang ziehen. Ja, einer hält den Faden, der andere dreht das Rad. Und wenn mal doch ein Knoten aufgrund von Unkonzentriertheit entsteht, auch wieder gemeinsam arbeiten, um das Ganze zu lösen, Probleme zu lösen. Gerade in Paarverbindungen. Und deswegen ist diese Verbindung auch für euch so wichtig. Es geht um die Liebe, es geht ums Lernen. Und damit natürlich auch diese positiven Veränderungen in eurem Leben zu tätigen. Wir haben den Neuanfang hier. Die Treue und Loyalität liegt zwischen euch, auch wenn ihr euch gegenseitig ankeift. Ihr seid dennoch treu und loyal. Wie gesagt, ihr könnt nicht voneinander loslassen. Man könnte schon ein bisschen sagen, hier ist eine Hassliebe. Ja. Wir können nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander. Ich würde gerne nochmal das Tarot dazu befragen. Wie gesagt, wir haben hier die Neuanfänge liegen. Aber wir haben auch den ewig wiederkehrenden Kreislauf, der nur gemeinsam gelöst werden kann. Ihr habt die Schlüssel zu euren Herzen. Liebes Universum. Sollte die Karten vielleicht auch richtig rumhalten. Der solide Neuanfang zeigt sich. Großes Erfolgspotenzial. Der Samen der Hoffnung und der Zukunft. Wie geht es denn hier noch weiter mit den beiden? Das Ast der Stäbe, Erleuchtung und Durchbruch. Ihr geht beide hier mutige Schritte nach vorne. Ich hoffe doch aufeinander zu. Zwei der Kelche auf dem Kopf. Ja, das verschlossene Herz liegt zwischen euch. Die emotionalen Blockaden. Die gestörte Verbindung, sagt man auch. Allerdings auch Heilung vergangener Traumata. Und da würde ich nochmal reinfragen, liebes Universum, gerade auch mit den beiden Chancen hier, ne? Feuer und Erde. Lösen die beiden hier gemeinsam ihre vergangenen Traumata. Der Eremit fällt zwar auf den Kopf, ist aber ein vielleicht. Okay, also der Eremit auf dem Kopf, das ist ja so eine Energie von Isolation, Einsamkeit, Entbehrung. Und ich sagte es schon, ne, die ewige Suche nach Heilung. Entbehrung, ja, Suche nach Heilung. Also der Eremit beschreibt eigentlich eure beiden Energien hier perfekt. Und das ist die Thematik, die euer Leben oder eure Beziehung eigentlich so schwer macht. Aber dennoch kommt ihr, wie gesagt, nicht voneinander los, weil ihr ein gemeinsames Thema habt. Ihr sollt eure Herzen aufschließen. Wie geht's denn hier weiter? Neue Denkweise, neue Kommunikation. Okay. Königin der Schwerter. Sehr klug, frei, unabhängig. Neue Informationen für die Schwertkönigin. Und es wird chaotisch. Das Chaos der Schöpfung zeigt sich hier mit den fünf der Stäben. Also, hier ist die Gelegenheit, zusammenzuarbeiten, gekennzeichnet. Ne? Hier geht es auch um, ja,
eine neue Chance, hier werden die Hindernisse überwunden. Und wie gesagt, hier ist es gefühlt, gut, Mädels, Frauen sind ja immer ein bisschen schneller als die Männer. Es ist einfach so. Unabhängig davon, ne, es gilt natürlich auch für gleichgeschlechtliche Beziehungen. Selbst da gibt es dann noch immer einen, der ist meistens ein bisschen maskuliner und der andere ist ein bisschen femininer. Wir haben beide Energien ja in uns. So, und jetzt ist es so, Schwertkönigin, ne, die sich hier immer wieder schnell aus der Affäre ziehen möchte, bekommt neue Informationen, ist jetzt angehalten hier von ihrem, ich würde fast sagen, hohen Ross herunterzukommen. Von ihrem Berg herunterzukommen. Ach, guck mal an. Ja, warum wohl? Weil hier die Einladung ins Haus flattert. Prinz der Kelche. Ja. Hier liegt die Verliebtheit drin. Hier liegt, ja, die Sensibilität drin. Hier folgt man dem Herzensweg. Wie gesagt, er hat das Herz ja auch eigentlich schon dran liegen. Auch hier in der Konstellation ist er schon ein bisschen näher an den Gefühlen, was wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass er hier sehr schnell auch im Verstand wieder ist, wenn es mal, ja, wenn du hier abblockst, ne, das ist einfach so. Neue Einladung hier. Und hier ist es ja letztendlich auch so, ne? Am Magier liegt schon die Kommunikation, die Einladung. Und da fallen die 7 der Kelche raus. Und zwar auf dem Kopf. Und das ist gut, denn hier werden kluge Entscheidungen getroffen. Ja. Ja, es ist natürlich klar, haben die 7 der Kelche auf dem Kopf auch sicherlich ihre negativen Aspekte. Aber ich nehme das jetzt hier gar nicht so wahr. Sondern es geht jetzt wirklich darum, kluge Entscheidungen zu treffen und wirklich, ja, einfach dem Herzensweg zu folgen. Seinem wahren Selbst auch zu folgen. Das scheint er hier durchaus dann auch zu tätigen, dass er nicht mehr über Optionen nachdenkt. Weil die 7 der Kelche sind natürlich auch viele Optionen. So, jetzt fallen sie aber auch um, das heißt, er macht sie leer und ist dadurch natürlich auch in der Lage, eben Entscheidungen für sein persönliches Wohl zu treffen, um auf dich zuzukommen. Das liegt dann oben drauf. Ach Gott, ja, er will hier Verwirklichung. Sehr schön, sehr schön. 10 der Münzen. Ja, hier geht es um Integration, hier geht es um Stabilität. Und letztendlich ist es ja auch so, dass er damit auch seinen Beitrag zur Welt tätigt, in dem Fall auch zu seiner kleinen Welt. Und da gehörst du natürlich auch mit dazu. Wie gesagt, du machst es genauso. Ja, auch wenn er hier vielleicht nur ein Ritter ist. Ja, und erst noch zum König werden muss. Vielleicht hat er sich auch zum Ritter gemacht, weil er von seiner letzten Königin, ja, degradiert wurde. Wie gesagt, er ist für mich hier gefühlt auch wirklich ohne Hoffnung unterwegs. Also den hat es auch schon mal hart getroffen. Denk nicht, dass du die Einzige bist, die schwere Last mit sich rumträgt. Nee, nee. Bei ihm ist es nicht anders. Ja. Und höchstwahrscheinlich hat ihm wirklich meine Königin wirklich sehr so vollkommen degradiert und gesagt, du bist kein König. Du bist nur noch ein Narr. Ja, er war auch mal ein Narr. Vielleicht erkennt er auch gerade, dass er ein Narr war. Dass er vielleicht aber nicht der Narr im Sinne vom Narr des Tarot, sondern naiv war. Ein Narr, der auf dem Kopf war. Naiv war, sich zu viel Hoffnung gemacht hat, zu viel investiert hat. Und dann hat ihn seine Königin einfach degradiert. Und deswegen denkt er auch, er ist vielleicht kein König. Er ist es gar nicht wert, an deiner Seite zu sein. Das kann durchaus möglich sein. Dennoch nimmt er hier allen Mut zusammen und trotz dessen, dass wir hier immer noch so dieses Isolierende haben, diese Rückzugsenergie bei euch beiden liegen haben, kommt er dennoch mit Informationen auf dich zu, möchte hier nochmal ein Kapitel starten. Vielleicht mal einen Ticken langsamer als beim ersten Mal. Was kriegen wir denn hier noch? Die ewige Wiederkehr. Ja.
Der Wagen. Aufbruch, Triumphenergie. Und die Hohepriesterin, zwei große Arkanen. Beide Wasserenergie. Der Wagen ist ja dem Krebs zugeordnet und steht für Fortbewegung, Neuanfang. Ich sagte es ja schon, der Neuanfang liegt in eurer Energie. Und mit der Hohepriesterin heißt es natürlich auch für euch beide, ja, bringt euren Verstand und euer Herz zusammen, hört auf euer Bauchgefühl. Weil wie gesagt, der Grund, warum ihr euch nicht lösen könnt voneinander, ist ja einfach der, weil ihr eine magische Verbindung miteinander habt. Und die Hohepriesterin ist ja auch dem Mond zugeordnet und mit dem Mond geht es ja auch um das Emotionale, um die emotionale Tiefe letztendlich auch. Die drei der Kelche, Heilung. Geht aus miteinander, habt Spaß. Es geht hier um die Erfüllung bei euch beiden von euren Seelenverträgen. Ihr habt euch beide mal in vergangenen Leben vereinbart, in diesem Leben wieder zu treffen. Vielleicht im letzten Leben. Und jetzt wollen diese Seelenverträge, die ihr miteinander habt, die wollen ja erfüllt werden. Hier liegt die unerwartete Freude drin, hier liegt das Glück drin und auch die erfüllende Liebe drin, nach der ihr euch beide so sehnlichst sehnt. Akzeptanz. Guck mal, ich rede vom Nah, da fällt dann Nah raus. Die Gedanken sollen geordnet werden und ihr dürft euch in ein neues Abenteuer stürzen. Und mit dem Narren, in dem Fall aufrecht. Ach, und sogar noch die vier der Kelche. Emotionale und mentale Reflexion, Meditation. Kann es hier in diesen Neuanfang reingehen? Auch der Narr steht ja schon für den Neuanfang. Es steht für eure Möglichkeiten. Es steht für Optimismus, für Vertrauen, für Hoffnung, für Erwachen. Klingt ja nochmal zwei. Ja. Richtet euch auf Herz und Bestimmung aus. Betrachtet die Dinge aus einer anderen Perspektive. Macht euch mal locker. Chillt mal. Vielleicht ging es wirklich beim ersten Mal sehr holterdiepolter los mit euch beiden. Ihr habt euch eigentlich gar nicht gekannt. Ihr habt euch gar nicht wirklich gekannt. Ach, guck mal, er fällt doch noch ans König raus hier am Ende. Er ist doch ein König. Und wenn ich mir jetzt hier den Münzkönig angucke und die Schwertkönigin, was ist die Verbindung zwischen euch beiden, um Wasser und Erde miteinander zu verbinden? Luft und Erde miteinander zu verbinden, das Wasser. Weil Sauerstoff bindet sich in Wasser. Und Wasser bindet sich in der Erde. Natürlich kann sich auch Erde in gewisser Form in der Luft binden. Und dann entsteht zum Beispiel Nebel, wenn Wasser rauffällt. Die Verbindung zwischen euch beiden ist das Emotionale, ist euer Herz. Ihr habt den Schlüssel für eure Herzen. Gegenseitig und miteinander. Und hier liegt eine Verbindung auf dem Tisch, die ins Glück geführt werden möchte, die in die Liebe geführt werden möchte. Also es ist an der Zeit, jetzt nicht mehr im Außen zu klagen, sondern eure Schlüssel zu nehmen und eure Herzen zu öffnen. Und vielleicht ist es auch dein Job, wenn er mit einer Einladung auf dich zukommt, im wahrsten Sinne des Wortes, auch ein Stück weit auf ihn zuzugehen. Ansonsten heißt es, einen endgültigen Schlussstrich zu machen
und dieses Kapitel zu beenden. Allerdings sehe ich das hier nicht im Kartenbild, sondern ich sehe eher, dass gerade durch Gespräche ein langsames, neues Kapitel hier angefangen werden kann. Wie gesagt, Ass der Stäbe, Erleuchtung, Durchbruchsenergie hier, Ass der Münzen, der Samen der Zukunft, Grundlagen schaffen für eure Traum, für eure Wunscherfüllung, ne? Erneuter Verbindungsaufbau hier, nur diesmal halt mit dem Turm eher als Aussichtsplattform und nicht unbedingt als Ort, wo ihr beide auf die ewige Heilung hofft und sucht. Und jetzt heißt es wirklich hier, Konflikte rausfegen, auch die Unehrlichkeit rausfegen, ne? Schein und Sein rausfegen und einfach mal das Positive genießen. Euch nicht gegenseitig zu beißen und zu verletzen, sondern euch gegenseitig hier als Freunde auch zu betrachten, die wirklich kraftvoll in eine neue Verbindung reingehen, wo letztendlich auch ja, diese Unruhe, ne, das Chaos genutzt werden kann, um eine Stufe aufzusteigen. Ihr beide habt diesen Wunsch, ihr beide habt diese Beziehung und ihr beide wollt auch diese Beziehung miteinander, aber traut euch nicht. Und das möchte gelöst werden. Bindungsangst bei euch beiden möchte gelöst werden. Ja, und jetzt verabschiedet sich hier die Sonne, weil die Wolken gerade rüberziehen und ich mache jetzt hier auch Schluss. Die Wolken ziehen rüber. Wolken ziehen aber auch vorüber. Und nach Regen kommt Sonnenschein. Liebe ist nicht nur mit Sonnenschein gekennzeichnet und mit Heiterkeit. Liebe kann auch durchaus mal Wolken mit sich bringen. Wenn man sich aber von der kleinsten Regenwolke in einer Beziehung verschrecken lässt, dann sollte man lieber gar keine Beziehung miteinander führen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ihr hier Angst habt vor den Wolken. Ihr habt nur Angst vor euch selbst, vor eurer eigenen Herzöffnung und das Vertrauen in die eigenen Emotionen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen an dieser Stelle. Sage alles Liebe euch. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, morgen sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder. Da werde ich auch noch eine Legung machen. Und Sonntag sehen wir uns auf jeden Fall auch wieder mit der neuen Wochenbotschaft. Genau, morgen werde ich das Vollmond-Orakel aufnehmen. Bis morgen, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Bye bye, eure Cheyenne.